Das letzte Heimspiel ist abgeschlossen. Die Hockeydamen der zweiten Bundesliga, das TC Blau-Weiß, nun nach erfolgreichem Match gegen die Damen des TuS Obermenzing sicher auf dem zweiten Tabellenplatz. Unser für den Aufstiegskampf wichtigstes Spiel in Rüsselsheim. Dort haben wir leider 4:1 verloren, was vollkommen in Ordnung geht. Wir gratulieren Rüsselsheim zum Aufstieg. Heute war allerdings unser Ziel, dann jetzt den zweiten Platz in der zweiten Liga sicher zu machen. Nicht nur den Sieg können die Blau-Weißen feiern, sondern auch gleichzeitig einen kleinen weiteren Erfolg. Obermenzing war bis heute noch das einzige Team, gegen das wir keinen einzigen Punkt geholt haben bis jetzt in der Saison. Von daher noch eine kleine extra Motivation mehr. Trotz Hitze und drückender Luft wurde alles dafür gegeben, dass die Berlinerinnen nach ihrem verpassten Platz 1 in der Bundesliga-Tabelle ihren zweiten Platz sicher bekommen. Damit fingen die Gastgeberinnen auch gut an und dominierten das Spiel teilweise. So kam es schon in der zweiten Minute dazu, dass die Nummer 5 der Damen in Weiß, Stürmerin Fee Schwettmann, für das 1:0 sorgt. Wir haben uns vorgenommen, mit Pressing ins Spiel zu starten, haben das auch sofort ab dem Anstoß durchgezogen, haben relativ früh das 1:0 geschossen durch eine super schöne Kombination, haben dann ein bisschen den Druck fallen lassen, haben sie ein bisschen mehr kommen lassen, waren allerdings nie wirklich gefährlich. Wirklich gefährlich waren die Gegnerinnen allerdings nicht. Jeder versuchte Angriff auf das Tor der Damen in Weiß wurde in der Defensive stark abgewehrt. Auch Torhüterin Julia Silatkiewicz in Rosa zeigt am Spieltag eine tolle Leistung. In der zweiten Halbzeit hieß es dann am Ball bleiben, denn das Ziel, den zweiten Platz in der Tabelle zu halten, musste ja weiter verfolgt werden. Gesagt, getan, in der 34. Minute das letzte und entscheidende Tor für den Tennisclub Blau-Weiß. Stürmerin Kira Angerer mit der Nummer 6 holte das 2:0 für ihr Team heraus. Da hätte durchaus aber noch mehr kommen können. Dennoch hieß es am Ende des Spiels einfach nur freuen. Wir wollen noch mal mit richtig viel Bock da in das Spiel gehen und ein schönes Wochenende machen. Wir fahren halt schon am Samstag um 14 Uhr hin. Wir opfern sozusagen jeder unser gesamtes Wochenende dafür. Und dann muss da auch was Gutes bei rausspringen. Und das tut es immer, wenn man einfach Bock hat, miteinander zu spielen und schöne Kombinationen spielt und am Ende gewinnt. Annika Dittmar wurde am Ende des Spiels dann verabschiedet. Doch nicht für immer, denn sie darf sich bald auf Nachwuchs freuen und kommt bestimmt wieder. Das letzte Spiel dann auswärts beim Nürnberger HTC. Da wird sie dann nochmal dabei sein und helfen, das Punktekonto der Blau-Weißen weiter hochzuschrauben. Wir sagen auf jeden Fall jetzt schon Glückwunsch für eine tolle Saison.